Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist Samstag und ich werde euch so ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Ich bin erst vorhin aufgewacht. Ich habe mir schon die Zähne geputzt, gewaschen, eingerichtet und meine Tablette genommen. Ich muss ja in der Früh immer so eine Tyrex 50 Mikrogramm Tablette nehmen. Darf da noch keinen Kaffee trinken, gar nichts, muss warten, so circa eine halbe Stunde. Und danach trinke ich einen Kaffee. Und bis dahin habe ich mir gedacht, dass ich mir die Kamera schnappe, meinen Wäschekorb, den Waschmaschine einschalte und ja, euch durch den Tag so ein bisschen mitnehmen. Ich habe ein bisschen vor, im Haushalt was zu machen, putzen, ich habe Wäsche, bügeln. Einkaufen müssen wir wahrscheinlich auch noch und es ist ein arbeitsreicher Samstag, sagen wir mal so. Nicht arbeiten am Laptop, arbeiten im Haus und ja, let's go, würde ich mal sagen. Die einzigen zwei Kinder, die wach sind, spielen hier. Ja, mein Schatz. Bist du mit deiner Schwester Lara? Lara, du bist so eine tolle Schwester. Spielst du Autos? Ja. Oh. Jetzt habe ich voll, mein Gott, ich ärgere mich, ich habe jetzt die Waschmaschine schon eingeräumt, ich wollte euch das Ganze im Schnelldurchlauf einblenden, aber ich habe es einfach vergessen, jawohl, wie so im Trance, habe jetzt Wäsche sortiert. Ja, letzter Schritt, Waschmittel kommen noch rein. Ja gut, und was wir jetzt immer reinmachen ist ein Kalkuntäpschen. Waschmaschinen lieben Dinge mit Kalkun. Genau. Weil wir haben echt ein hartes Wasser hier in Niederösterreich. So. Und falls ihr schon Stadiongeräusche hört, ja. Der Sohnemann ist auch schon wach. Seit 8 Uhr. Krass, oder? Und das Erste, was er macht zum Wachwerden, erstmal FIFA spielen. Richtig fokussiert, der Junge. Die Maria spielt euch. Wer spielt denn? Aha, Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Bayern gegen PSG. Hä? Bayern gegen Paris. Und warum steht. Achso, FCB. Sorry, ich habe FC Barcelona gesagt. Ja, ich gehe mich aus mit Fußball. Na gut, Waschmaschine läuft, jetzt gehen wir rauf. Michel ist übrigens auch schon Montag. Schau dir mal an. Welche Waschmaschine hier? Voll viele fragen immer, wie es dir geht. Weil sie dich nicht so viel sehen. Ja, weil du bist ja kaum zu Hause, du Kleine. Au, Hilfe, Hilfe. Der Bibi ist noch so verschmust mit seinen 10 Jahren. Also verspielt, Entschuldigung. Der war noch nie so ein richtiger Schmusekater. Der war immer so ein bisschen... Crazy Cat! Mal spiel mit deiner Tüte, komm. Was ist so viel? Bieb. Bieb. Die Hunde lieben ihn. Er ist der Big Boss. Oder Bieb? Er ist ja der Big Boss. Sag's ihnen. Joker? Du. Ja, der Biffi. Biffi, Miffi. Oh, die Biffi. Beim Frühstücken. Schaut euch mal an, wir haben uns kurz umgesetzt. Wir brauchen einen größeren Tisch. Ich will jetzt Zulage geben. Und wir frühstücken jetzt hier, deswegen sitze ich mal kurz hier. Ja, meine monatliche Zulage. Ja, mein Daddy, bist du hier der Boss? Ja. Der Big Boss? Ja, wir frühstücken auf jeden Fall und dann muss ich mal einkaufen gehen, oder? Oder nicht? Doch. Bevor wir jetzt aber einkaufen fahren, habe ich mir gedacht, dass ich den Kühlschrank mal ein bisschen auswische und so ja, schon ready machen für die neuen Sachen. Ich meine, der ist jetzt nicht so dreckig, aber ein bisschen so unorganisiert. Das mag ich gar nicht. Und so ein paar Brösen befinden sich trotzdem hier.
hier. Küche ist jetzt auch geputzt und schön sortiert. Geht wieder durch. War schon, wenn man es jetzt im direkten Vergleich sieht, doch echt ja, schmutzig ausgesehen. Aber jetzt ist es wieder fresh. Ich weiß nicht, ich habe nicht so ein wirkliches Küchensystem. Irgendwie funktioniert bei uns das nicht, weil die Kinder das dann irgendwie reinschmeißen. Dann müsste ich es, ich weiß nicht. Habt ihr ein gutes Küchensystem mit diesen Leuten? Ich weiß noch nicht, aber das sieht schön aus, oder? Farblich sortiert. Aber das bleibt ja auch nicht immer so, ne? Wenn man sich da mal was rausnimmt oder so, dann ist es wieder hässlich. Ja gut, Küche ist auch wieder frisch und ich würde mal sagen, wir ziehen uns an und gehen dann einkaufen. Jetzt in Food Hall gedreht. Ja, das letzte, was ihr gesehen habt, war beim Einkaufen. Und dann ist die Kamera leer gegangen. Akku war erschöpft und ist ausgegangen. Ja, deswegen haben wir schnell in Food Hall gedreht. Ich weiß ja, ihr mögt es total gerne, deswegen haben wir uns da schnell. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, ich habe einen Bonbon im Mund. Also, das ist ein XXL Food Hall. Wir haben 320 Euro ausgegeben, also nicht. Und kommt der Food Hall vor diesem Video? Ja, der kommt am Montag. Also habt ihr ihn schon gesehen, deswegen. Was erzählen wir? Ja, wir sind auf jeden Fall gerade dabei, jetzt alles wegzuräumen. Und wir planen für heute Burger zu kochen. Nicht kochen, ja, zu vorzubereiten. Deswegen müssen wir uns jetzt hier beeilen und ganze Sachen schnell wegräumen. So schaut das aus. Ich will, damit ihr seht mal, hier ist das Licht, hier ist das Stativ, steht da hinten. Und ja, die ganzen Sachen sind dann jetzt so überall hier verteilt. Und das müssen wir jetzt wegmachen. Ganz schnell. Und genau. Unten gibt es Doggies. Die waren auch in Angebot. Wie? Okay, oh, Luzi ist müde. Oh, Goldi. Oh, Amy. Alle meine Wauwaus. Und die Bella ist auch irgendwo. Bella! Bella? Oh, Mausi! Bella! So, meine Lieben, Essen ist bald fertig. Also eigentlich schon fast fertig. Mausi, ist eine Pommes. Aber macht ihr noch die restlichen Buletten? Salat, warte, ich mache eure Burger, oder? I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. Guten Morgen, meine Lieben. Nächster Tag, selbe Frisur. Das ist meine. Ich habe keine Zeit, Haare zu waschen, Frisur und mache mir eine Wut drauf. Ja, ich bin jetzt, es wäre heute Sonntag und ich bin jetzt hier zum Bügeltisch schon gegangen. Ich habe mir das alles aufgebaut. Und hier ist der Kleine, der hat ein bisschen Spielzeug. Lacht er mich an? Ja. Und es läuft Nickelodeon, weil Luisa auch wach ist und die guckt ein bisschen Nickelodeon. Hier ist noch Wäsche von gestern. Ich habe auch ein bisschen Wäsche gemacht, aber noch nie weggeräumt. Das werde ich auch gleich machen. Oder werden wir gleich zusammen machen. Der Papa ist im Büro, der muss eine E-Mail schreiben. Danach werden wir ein bisschen frühstücken. Die Kinder unten schlafen noch. Die werden wir danach aufwecken. Und ja,
Wir müssen heute ein bisschen bügeln. Also ich muss halt definitiv bügeln, weil das ist mein Bügelkorb, der ist randvoll. Und ich habe mir gedacht, bis jetzt alle wach sind, Zähne geputzt haben und so weiter, werde ich mich an den Bügeltisch machen und ein bisschen bügeln. Ja. Mittlerweile sind jetzt alle aufgewacht, sind nach oben gekommen und jetzt frühstücken wir mal so zusammen. Frühstücken wir zusammen? Ja! 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 Ruhe frühstücken und dann wollen wir unser Projekt Wäsche weitermachen, gell? Du musst auch mitmachen. Weiß ich nicht. Das ist neu, Baba. Das ist neu. Das ist eine Maus. Nach dem Frühstück machen wir weiter mit Wäsche. Wir schauen eine Doku über den Al-Qaida und so, ganz spannend. Und ja, wir sind beim Bügeln. Die Michelle macht Hausaufgaben und das ist unser Sonntag. Schaut mal, Wäschekörbe sind leer. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Aber sonst ist fast alles fertig. Aber wie gesagt, aufräumen. Und ich bügel hier noch das letzte? Nein, das muss ich noch bügeln. Und dann ist fertig hier. Die Family ist jetzt in der Küche. Hier ist die Goldie. Die hat ein Spielzeug. Ist das süß, Goldie? Der Kleine, der ist langweilig. Und der Papa, der hat zum Kochen begonnen. Ich habe schon gesehen. Seine Hose sind zerrissen. Aber das ist von der Marke Kong, schau. Siehst du? Habe ich gar nicht gesehen. Da haben die ja diese Dinger. Wir haben die Hunde das geschafft, bitte. Unsere Hunde aus Stahl. Kuscheltier. Oh, stell dir das an. Das war sicher die Sophie. Das war die Goldie. Also meine Lieben, ihr seid bei mir jetzt in der Küche. Ich habe mein Sonntag-T-Shirt an. Ziemlich locker und angenehm. Ich werde heute im Thermomix was kochen, und zwar Gemüse-Kartoffelsalat mit Hähnchen. Ich zeige euch, wie das aussieht. Das schaut so aus. Ja, und dazu passend zu dem Rezept habe ich mir noch dazu geholt ein kaltes Bier, weil sonst schmeckt das Essen nicht. Und ja, ich werde mal gleich zum Kochen beginnen, weil die Kinder haben schon Hunger, wir auch natürlich. Und ja, das dauert ein wenig. Deswegen legen wir los. Ja, wir haben jetzt mit
Tag bei uns und jetzt gönnen wir uns den Sonntag. Also wir sind ja fertig mit der Wäsche. Und ja, wir, also der Papa geht jetzt, schmatzt übrigens wie eine Kuh. Und der Papa zieht jetzt gleich die Kleine an und geht mit ihr Fahrrad fahren und ich bleibe zu Hause, der Kleine schläft, nämlich nervig mich. Und werde ein bisschen Buch lesen. Und wir werden uns jetzt auch gleich vom Vlog verabschieden. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay.